Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 9. Immer noch. Den Sack angucken. Voll Wolle, wie die Säcke in Maggies Lager. Es gibt in der Nähe sogar noch mehr Schafe. Weiden war mal unser Land. Weiden, Schafe, Schäfer. Wir fragen nochmal nach. Komm. Verzeihung. Tut mir leid, aber ich verkaufe nicht. Nicht für einen Preis, den du zahlen könntest. Ach scheiße, ich dachte, wir könnten Vaters Geld. Der Priester hat einen Großteil bereits ausgegeben. Sollen wir es versuchen? Alles auf eine Karte? Wie viel kostet ein Sack? Nennt euren Preis. 1,5 Pfund. Biete 1,25 Pfund. Kaufe die Wolle für 1,5 Pfund. Überprüfe erst die Qualität. Biete 1 Pfund. Überprüfe erst die Qualität. Ich möchte erst die Wolle sehen. Gut, schau sie dir an. Lass mal sehen. Das ist ziemlich dünnes Vlies. Ich habe die billigen nach oben gelegt, falls es mal regnet. Die weiter unten sehen auch nicht viel besser aus. Nun ja, ich konnte nicht warten, bis die Wolle dichter wurde. Meine Familie ist hungrig und schwach. Ich musste die Schafe diesmal früher scheren. Nun gut. Da habe ich aber kein Verständnis. Also, ich darf ja auch nicht irgendwie einknicken. Okay, was hat er gesagt? 1,5 Pfund, ne? Kauft die Wolle für 1,5 Pfund. Biete 1 Pfund, biete 1,25. Biete 1 Pfund. Ich kann euch 1 Pfund bieten. Das ist weniger, als ich in Winchester kriegen würde. Dann biete 1,25 Pfund. Das versuchen wir jetzt, ne? Ich kann euch 1 Pfund und 60 Pence geben. Na gut, wirf mir das Geld rüber. Ich werde noch die alte Mabel hier scheren, dann bringe ich dir den Rest, den ich habe. Vielleicht willst du auch mit anderen Schäfern in der Gegend reden. Vielleicht wollen sie auch verkaufen. Oh, das mache ich. Danke. Übrigens, ein Mann hat nach dir gefragt. Was? Er kam hier kurz nach dir vorbei. Ich habe ihm gesagt, du wärst nach Huntley gegangen. Nein. Wie sah er aus? Braunes, lotteriges Haar, Bart, schwarzes Pferd. William. Vielleicht ist er einfach an euch vorbeigeritten. Oh. Nein, Walter. Die Hütte ist nicht leicht zu finden. Soll ich ihm was ausrichten, wenn er wieder auftaucht? Sagt ihm, wir hätten Huntley verlassen. Das werde ich. Jetzt lass mich die Säcke holen. Oh, jetzt habe ich gerade wieder dazwischen. Tut mir leid. Ich war so, Nicht William. Ich frage mich, was Richard hiervon halten wird. William war ja der Blonde, dieser Perversling. Walter war ja sein komischer Lehrmeister da, sein Diener. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich ab und zu dazwischen rede, aber das ist so, man kann da irgendwie, das kommt aus einem Impuls heraus, dass man dann irgendwie was sagt oder so. Und wie gesagt, man kann das immer schlecht einschätzen, wann ein Gespräch zu Ende ist oder wann es sogar anfängt. So, wir haben jetzt den Karren voller Dingens. Wir könnten die Schafe... Was haben wir falsch gemacht, Ellie? Warum bestraft uns Gott? Wir könnten die Schafe da eigentlich auch eben noch scheren. Seht ihr jetzt gerade auch, ich habe wieder was gesagt und in dem Moment hat er angefangen. Man kann es halt nicht einschätzen. Wann fängt derjenige an? Wann ist das Gespräch zu Ende? Kommt vielleicht noch ein Satz nach dem ersten Satz? Es ist immer kacke. Ja, man bringt uns nicht weiter. Wir schaffen das schon. Wir haben nichts falsch gemacht. Okay, jammern bringt uns nicht weiter. Jammern bringt uns nicht weiter. Wir müssen weitermachen. Oder wir werden sterben. Aber wir können nirgendwo hin. Wir sind jetzt Gemeine. Gemeine, die nie gelernt haben, gemeine Arbeit zu tun. Und wir beide haben Vater einen Eid geschworen. Wenn wir die Grafschaft nicht zurückbekommen, kommen wir in die Hölle. Wir könnten Wollhändler werden. Wir könnten Wollhändler werden. Was wissen wir denn bitte über Wolle? Wir wissen von Mac, dass viele Schäfer über den langen Weg nach Winchester klagen. Was, wenn wir ihnen den abnehmen? Und was ist mit meinem Ziel, Ritter zu werden?
Onkel Simon ist nicht der Einzige, der dich als Schildknappen annehmen kann. Wenn wir genug Geld verdienen, könnten wir einen anderen Ritter bezahlen, dich auszubilden. Das könnte gehen. Nicht wahr? Wir hatten bislang Pech, doch sicher ist nicht jedermann auf Erden unser Feind. Es wird eine Weile dauern, aber wir sollten imstande sein, nach und nach ein Vermögen aufzubauen. Alles, was wir brauchen, ist viel Geduld und Gottes Segen. Oh. Richard! Lord Hamley hat mich mit dem Pferd erwischt, das ihr ihm gestohlen habt. Oh. Er meinte, ich darf ein bisschen mit euch spielen, bevor ich euch zurückbringe. Da! 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 Bleib weg von ihm! Ah! Richard! Richard, alles in Ordnung? Was ist passiert? Oh, du lebst! Du lebst! Warum weinst du? Weil wir beide am Leben sind. Schnell genug reagiert. Im Nachhinein betrachtet, hatten wir Glück gehabt, dass er sich keine Knochen gebrochen hatte und dass sein Ohr so schnell verheilt war, nachdem wir die Wunde ausgebrannt hatten. Sonst hätte mein Bruder den Angriff in Huntley bestimmt nicht überlebt. Sobald er wieder gehen konnte, packten wir unsere Habseligkeiten und brachen auf und waren dankbar dafür, davongekommen zu sein und bereit, ein neues Leben zu beginnen. Ein paar Wochen später. Also diese Aljena hat eine echt gute Stimme. Wenn die Hörbücher machen würde, könnte ich mir sogar das reinziehen. Was macht deine Verletzung? Keine Sorge, mir geht's gut. Darf ich fragen, was ihr mit dieser ganzen Wolle vorhabt? Aljenas Notizen über Handel untersuchen. Alinas Notizen über Handel. Um einen guten Preis zu verhandeln, muss man zuerst die Vorzüge der Ware anpreisen. Alles, was dir einfällt. Du musst deine Waren kennen. Wenn dein Geschäftspartner dann gewillt ist, über den Preis zu verhandeln, darf man es aber nicht mit den Forderungen übertreiben. Wenn man das Doppelte verlangt, wird sich der andere vermutlich vor den Kopf gestoßen fühlen. Wenn man aber zu bescheiden ist, könnten die Ware minderwertig erscheinen und die Verhandlungen uninteressant. Es ist also wichtig, einen vernünftigen Preis vorzuschlagen, der über dem liegt, den man selbst erzielen will. Das Gegenangebot kann dann beiden Seiten zufriedenstellen. Bedenke, verhandle klug. Nicht nur beim Verkauf der Ware, sondern auch beim Kauf. Nur so kannst du deinen Profit erzielen. Einen Profit erzielen. Ich hoffe, dass er zahlt, was die Schäfer gesagt haben. Glaubst du, sie hätten uns angelogen? Das wäre nicht das erste Mal gewesen. Da ist doch Philipp und Alfred. Was ist sein Problem? Schaut immer hier rüber. Was soll's? Er sieht netter aus als Ralf, aber ich traue keinem Mönchen mehr. Er ist so leicht einen guten Ruf missbrauchen. Gemüsestand. Jetzt können wir da hingehen. Da würde ich ihn verlassen. So, Wollhändler. Dann gehen wir dahin. Fangen wir direkt an. Könntest du mir ein Musterstück zeigen? Ich würde gern die Qualität prüfen, bevor ich etwas dazu sage. Komm schon. Ich muss doch sehen, sofern du nichts dagegen... Ja, ich muss das... Achso, macht's so von alleine. Nicht schlecht. Das ist eine Menge Wolle, die du da hast. Ich hoffe, du hast nicht vor, einen Wollstand aufzumachen. Mac würde mir die Ohren lang ziehen, wenn ich das zuließe. Würdet ihr mich daran hindern? Wie würdet ihr mich daran hindern? Nein, wir sind nur hier, um zu verkaufen. Wir sind nur hier, um zu verkaufen. Nicht, um euch Konkurrenz zu machen. Die Wolle kommt von Schäfern in der Nähe von Huntley.
Sie gaben sie mir, damit sie nicht selber zu kommen brauchen. Ich verstehe. Gut, ich biete dir hierfür einen Pfund pro Sack. Was? Nur ein Pfund? Das ist ein fairer Preis. Aber wir haben ein Viertel gezahlt. Aber ich habe selber mehr dafür bezahlt, genau. Aber ich habe mehr dafür bezahlt. Ich würde einen Verlust machen. Wie viel hast du denn bezahlt? Ein Viertel Pfund pro Sack. Es war fast alles, was ich hatte. Den Rest musste ich für den Zoll am Tor ausgeben. Dann hast du dich übers Ohr hauen lassen. Was? Ich kann ja nicht für deine Fehler bezahlen, oder? Das musst du mit dir selbst ausmachen. Ellie, lass mich das machen. Dann lass Richard mal sprechen, komm. Mal gucken, was er kann. Eigentlich kann er fast gar nichts, ja? Das ist ein total... Euer Geld wird nicht nur die Wolle bezahlen, sondern uns auch dabei unterstützen, unsere Grafschaft zurückzugewinnen. Wenn ihr uns mehr bezahlt, werde ich euch das nie vergessen und euch reich belohnen, wenn ich einmal Graf von Shiring bin. Ich könnte euch sogar ein alleiniges Vorrecht auf unsere eigene Wollproduktion gewähren. Das ist ein klangvolles Versprechen. Und es würde euch kaum etwas kosten. Ihr beiden seid also der Sohn und die Tochter des Grafen von Shiring? Ja. Aber ihr seid nur Kinder. Wir werden Geld verdienen und ich werde ein Ritter werden und um Ruhm und Ehre kämpfen, bis der König uns unser väterliches Erbe zurückgibt. Das klingt ja alles schön und gut, aber ich kann euch nicht mehr zahlen als das, was ich euch angeboten habe. Dann werde ich beweisen, dass die Wolle den Preis wert ist. Lasst mich noch einmal einen Blick darauf werfen. Hat nichts gebracht, war Richard? Wir sollten doch wissen, woran man hohe Qualität erkennt. Weißt du noch, was die Schäfer dazu gesagt haben? Die Wolle kommt von einer guten Rasse von Schafen. Was sonst noch? Und andere Wolle sieht manchmal fettig aus. Unsere nicht. Sie ist trocken, leicht und weich. Die Wolle ist auch ziemlich stark. Sie hält gut zusammen. Das ist alles, was mir einfällt. Ja, mir auch. Okay, dann preisen wir. Hast du es dir überlegt? Lobe die Wolle. Erstmal ist sie sauber. Wolle ist oft voller Fett und Dreck. Aber die hier wurde sehr gründlich entschweißt. Sie ist sehr sauber und weich. Selbst kritische Kunden wären davon beeindruckt, das stimmt. Sie ist trocken. Bei diesem Wetter kommen einige Wagenladungen Wolle feucht an. Ich habe darauf geachtet, dass diese trocken und unbeschädigt geblieben ist. Sie ist leicht zu transportieren. Und Kunden kaufen ungern nasse Wolle. Und sie ist stark. Die Wolle mancher Schafe ist brüchig, aber die hier ist fest. Die Schafe hatten ein gutes, gesundes Leben. Sie eignet sich für feinere und stabilere Tuche. In Ordnung. Was für einen Preis stellst du dir vor? Okay, ein Viertel, das wäre ja das, was wir hatten. Vernünftig, das ist bescheiden, vernünftig, riskant. Wir machen mal riskant. 2 Pfund pro Sack. Bist du verrückt? Das ist ein bisschen viel. Dafür kriegt man ja fast schon ein goldenes Vlies. Okay, dann vernünftig. 1 Pfund und 10 Schilling pro Sack. Hör zu, ich gebe dir 1¼ Pfund für jeden Sack. In Ordnung? Nein. Du hast ein paar gute Argumente vorgebracht. Deine Wolle ist ausgezeichnet. Na klar ist sie das. Aber kein Penny mehr. Einverstanden? Dann lehne ab. Das ist nicht genug. Ich will 1½ Pfund. Nein, nicht mit mir. Oder willst du doch lieber nur 1 Pfund haben? Also gut. Ich nehme euer Angebot an. Toll. Ich bedanke mich für das Geschäft. Wir haben es geschafft, Ellie.
Nun ja, wir haben den Einkaufspreis wieder rausgeholt. Ja, eben. Aber wenigstens habe ich einen besseren Preis aushandeln können. Ich weiß, warum Mac dich mag, Aliena. Du bist genauso kaltschnäuzig wie sie. Seid nicht so streng mit euch selbst. Mein Freund Milius sagt, ein gutes Geschäft braucht eine Menge Planung und Erfahrung. Kann ich euch helfen? Verzeihung, ich wollte mich nicht einmischen, aber... Ihr seid Lady Aliena, nicht wahr? Ja. Und ich bin Lord Richard, Sohn von Graf Bartholomäus. Mein Name ist Philip von Gwyneth. Ich bin der Prior von Kingsbridge. Ich habe von euch gehört. Ihr habt damals vielen Menschen geholfen, die vor den Hamleys geflohen sind. Wir haben nur getan, was rechtens war. Ich kannte euren Vater. Mein Vater kannte viele Leute. Nicht alle waren ihm wohlgesonnen. Ich weiß. Ich würde euch anbieten, euer Geschäft nach Kingsbridge zu bringen. Unser Wollhandel ist fast zum Erliegen gekommen, so Gott vergebe. Dabei haben wir so viele Schafe. Vielleicht könnten wir da eine Vereinbarung finden. Ihr wollt, dass wir Händler werden? Aber ich habe Verlust gemacht. Ihr würdet nicht für mich arbeiten. Ihr würdet mit mir arbeiten. Ich kann sehen, dass ihr harte Arbeit nicht scheut. Ich kenne keinen einzigen Novizen, der von sich aus bereit gewesen wäre, einen solchen Karren zu ziehen. Ihr habt vielleicht Verlust gemacht, aber das heißt nur, dass ihr noch einiges lernen könnt. Mein Freund Bruder Milius würde gewiss gern mit euch reden. Er geht immer für unsere Priorei zu den Märkten. Was sagt ihr dazu? Ich überlege es mir. Bitte, überlegt euch mein Angebot. Ihr werdet in Kingsbridge willkommen. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Danke, Vater. Ich habe jetzt richtig Lust. Nicht viel später fand ich dann in Kingsbridge ein Zuhause. Die Bücher zu lesen oder die... Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich dort ankam. Den Film zu Jack sehen. Jack war da. Du? Dich kenne ich doch. Du bist der Junge ohne Vater. Inzwischen habe ich sogar zwei Väter. Ach, wirklich? Ja, Tom Bilder und Jack Sherberg. Und dann vergingen die Tage wie im Flug. Ich ahnte damals noch nicht, dass die beste Zeit meines Lebens und die schlimmste noch vor mir lag. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, sie und Jack kommen zusammen. Ich bin mir aber nicht so sicher. So, was haben wir getan? Du hast nicht an eurem alten Stadthaus geklopft. Du hast einen Schlafplatz für die Nacht gefunden. Deine Füße schmerzen von der Reise. Du hast deinen Schwur selbstbewusst geleistet. Du hast deinen Vater ein letztes Mal sehen können. Du hast Richards Leben gerettet. Ihr steht noch beide unter Schock. Ah, Richard hätte sterben können. Okay, du hast dem Schäfer ein Viertel Pfund pro Wollsack bezahlt. Du hast einen besseren Preis für die Wolle verhandelt, aber mit Verlust verkauft. Philipp hat dich nach Kingsbridge eingeladen. So. Jetzt kommt Kapitel 10. 5 Jahre später. Wow. 1141. Ihr seid also aus Rom zurück, Bischof Walleran. Ja, es war eine sehr erhellende Zeit. Was wollt ihr? Der Papst war sehr erfreut, wie wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, um die Kirche zu stärken. Wir haben es nicht für die Kirche getan. Weniger erfreut war er über den Handel, den ihr mit dem Prior von Kingsbridge abgeschlossen habt. Was geht ihn das an? Um das klarzustellen, wir werden uns nicht in euren persönlichen Streit einmischen. Das Abkommen, das wir mit der Priorei von Kingsbridge getroffen haben, hat den Segen des Königs. Natürlich. Und ihr würdet in dieser Sache eure Meinung nie ändern. Sagt mir, ist euer Sohn bereits aus dem Heiligen Land zurück? Wir haben nichts von ihm gehört, seit er sich eurem Kreuzzug angeschlossen hat. Wenn er stirbt, ist eure Kirche dafür verantwortlich. Unterschätzt euren Sohn nicht, Lady Hamley. Das wäre ein großer Fehler. Kapitel 10. Der Aufstieg von Kingsbridge.
Nicht mehr lange und wir werden ein Dach haben. Wunderbar. Dann brauchen wir unsere Gottesdienste nicht mehr in der Krypta abzuhalten. Ihr könntet schon damit anfangen, die Gemälde für die Holzdecke und die Wände zu planen. Warum eine Holzdecke? Damit das Ganze wieder in Flammen aufgeht? Philipp hat das so beschlossen, weil es billiger ist. Und jetzt sind die Mauern nur dazu gedacht, das Gewicht einer Holzdecke zu tragen. Ich liebe dich wie einen Bruder, Alfred. Aber ein Lehrling sollte einem Handwerksmeister solche Dinge nicht sagen müssen. Jack, konzentrier dich auf deine Arbeit und bring sie wenigstens einmal zu Ende. Sonst bleibst du bis an das Ende deiner Tage Lehrling. Streitet euch nicht wieder. Alfred hat recht. Dies ist immer noch ein Haus Gottes. Nun gut. Also, wo waren wir? Ihr könntet damit anfangen, Gemälde für die Holzdecke und die Wände zu planen. Können wir uns das derzeit leisten? Wir bezahlen schon so viele Bauleute. Das geht so schnell vorbei. Vater Philipp, Tom Builder, Alfred. Ah, alle jene. Wie geht es euch? Ich werde heute meine Wolle nach Shiring bringen. Morgen beginnt der Wollmarkt. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Milius und ich haben bereits alles vorbereitet. Wir würden deutlich höhere Einnahmen machen, wenn Percy Hamley in dieser Woche nicht schon wieder die Steuern erhöht hätte. Schon wieder? Jonathan, du darfst nicht einfach so weglaufen. Bleib hier bei uns. Tom hat recht. Hörst du? Er sieht wie ein richtiger Mönch aus. Omnius, Pluvius, Nomini, Patri, Amen. Das klingt wie Latein, aber so ganz stimmt es noch nicht. Wir müssten uns über diese Dinge keine Gedanken machen, wenn wir unsere Wolle auf unserem eigenen Markt verkaufen dürften. Dazu müsste uns der König eine Lizenz erteilen. Das würden die Hamleys sicher verhindern wollen. Sie wollen die Steuereinnahmen aus der Wollmesse in Shiring für sich. Sorgt euch nicht, Philipp. Wir werden dieses Jahr einen guten Gewinn machen. Es ist ein gutes Jahr. Wir hatten noch nie so viel Wolle zu verkaufen. Ich werde ein neues Lagerhaus bauen müssen. Alfred ist jetzt Handwerksmeister. Wenn ihr ihn bezahlen könnt, wird er euch helfen. Sehr gut. Ich hätte aber lieber gerne Jack. Sagt er, da wird was, da passiert was. Ich weiß das. Wenn sie selbst ein Geschäft hätte, würde ich sie anheuern, für mich zu arbeiten. Sie hat was. Sie würde eine gute Frau für mich abgeben. Hey. Das hey, nimm das zurück. Oh. Was denn? Was habe ich denn gesagt? Zum letzten Mal. Hört auf, euch zu streiten. Sehen wir uns noch einmal die Pläne an, Philipp. Es gibt ein Problem, das ich mit euch besprechen muss. Ja, tun wir das. Nimm das zurück, Alfred. Lass ihn in Ruhe. Und mach wenigstens einmal deine Arbeit fertig, Jack. Und Jack, hab bitte ein Auge auf Jonathan, ja? Was? Warum muss ich das machen? Mach deine Arbeit fertig, Jack. Oh, der Kleine. Das ist ziemlich gefährlich da oben, ne? So mit ging dem... es immer zu. Aber an dem Tag kümmerte mich das nicht. An dem Tag wollte ich Aljena treffen. Ich wollte ihr sagen, was ich für sie empfand. Und nichts und niemand würde mich aufhalten. Ich muss Aljena sehen, wo sie wohl ist. Das gefällt mir hier oben überhaupt nicht. Alfred wird noch bereuen, was er über Aljena gesagt hat. Oh mein Gott, Tom steht darauf, dass ich meinen Kragstein fertig mache.
Das hier. Man müsste nur hier dran ziehen und schon typ, typ, typ. Ich glaube, oder? Nee, das läuft da hinten zu. Oder ist das hier? Ach, sieht saugefährlich aus, ey. So, ich, ja, beende meine Arbeit. Arbeite jetzt weiter. Zeit, dass das fertig wird. Boah! Das wird so nix, ne? Wir sind kein Baumeister. Das ist unglaublich! Guck dir das... Oh, das gibt's nicht. Jetzt, ha, das war einer. Das war einer. Was stimmt nicht mit mir? Warum kann ich mich heute nicht konzentrieren? Ja, das ist... Und das Gesicht stimmt immer noch nicht. Ich krieg das Gesicht nie hin. Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein nicht mehr sehen. Verdammt! Hüte deine Zunge! Oh. Entschuldigung! Verdammt! Ich musste noch viel besser werden. Ah ja, am besten lässt. Ich geh besser nicht zu nah ran. So, dann... Was haben wir hier alles? Da können wir nicht. Zur Krypta. Jonathan, können wir einmal anhauen hier? Hey, kleiner Bruder. Sag ihm, dass du auf ihn aufpasst. Schneide Grimassen. Lass uns Spaß haben. Schneide ihre Grimassen. Sag, dass du auf ihn aufpasst. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich auf dich aufpasse. Ich habe einen Käfer gegessen. Aha. Sag's lieber nicht, Philipp. Das ist unser Geheimnis. Und lass uns Spaß haben. Lass uns Spaß haben. Das darfst du nicht. Oh, ich darf. Tom und Philipp sagen nein. Du musst arbeiten. Ich weiß, was sie gesagt haben. Ich war dabei. Erkläre, dass nicht zu arbeiten in Ordnung ist. Nein. Das wäre ja falsch. Bauleiter auf Gerüst. Hey, da oben! Da unten! Gute alte Steinschleuder, Philipp sagt, ich soll sie lesen, Tom steht drauf, dass ich meine Kragstein fertig mache. Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein... Okay, dann gehen wir mal zur Krypta. Ach, der Kleine kommt mit. Oh, wie süß. Hm? Sie ist weg? Wo ist die hin? Hm. Hinter der Wand muss ein Hohlraum sein. Mhm. Die Grundmauern und die Gruft sind Teile der alten Kathedrale. Wer weiß, welche Geheimnisse hier unten schlummern. Sollte man dem vielleicht ergründen? Da sind noch Pläne. Hm? Sie ist weg? Da oben sitzt er. Na gut, mehr kann ich ja auch nicht. Was sagt Jonathan hierzu? Alles in Ordnung, Jonathan? Ein was? Ein Tympanon? Das jüngste Gericht. Ach ja. Ich hatte die Idee dazu, als ich noch klein war. Philipp will es als Warnung verstanden wissen. Der Mann, den ich in der Nacht sah, als ich das Feuer legte. Ich habe versucht, mich an sein Gesicht zu erinnern, als ich die Sünde machte. Vielleicht werde auch ich am jüngsten Tag gerichtet werden. Oder auch nicht. Wer weiß. Oder auch nicht. So, ich muss jetzt mal wieder Schluss machen. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal.